Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer F1 2020 MyTeam-Karriere. Wir sind heute beim 6. Rennen unserer 5. Saison und zwar in Barcelona beim großen Preis von Spanien. Und ab heute gibt es auch eine, für mich zumindest, ziemlich interessante Änderung. Und zwar werde ich ab dieser Folge endlich ohne Fahrhilfen fahren. Bisher waren da immer noch das ABS an und die Traktionskontrolle auf Mittel, falls ihr das nicht wusstet. Und ab jetzt ist komplett alles aus. Das ist eine Sache, die ich schon lange machen wollte. Irgendwie habe ich es nie so richtig durchgezogen. Ich weiß gar nicht warum, aber ab heute ist es soweit. Ich dachte mir, ich erwähne das einfach, damit ihr Bescheid wisst, dass falls es vielleicht ein paar ungewöhnliche Quersteher gibt oder so, oder ein paar kleinere Verbremser, dann wisst ihr da Bescheid. In der Fahrerkarriere werden wir das auch machen und dort dann ab dem Australien-Rennen, also ab dem Beginn der Formel 1 Saison in der Fahrerkarriere sozusagen, nach der Formel 2 halt, dort wird das dann auch der Fall sein. Ich denke, das ist eine gute Sache und macht das vielleicht auch zum Zuschauen noch ein bisschen spannender, denke ich zumindest. Legen wir direkt los mit dem Zuweisen von ein paar Aktivitäten. Wir haben nur 2 Tage frei tatsächlich bis zum kommenden Rennwochenende. Ja, nutzen wir die einfach für Ragunathan. Ich denke, das ist das Beste, was wir machen können aktuell mit diesen Aktivitäten. Und dann schauen wir auch schon direkt auf unseren Entwicklungsbaum. Dort sollten wir auf jeden Fall ordentlich was anstellen können. Wie sieht das hier eigentlich aus beim Verlauf? Ja, auch die anderen upgraden nicht schlecht, aber wir konnten uns da sogar noch ein bisschen weiter absetzen von Mercedes im Laufe dieser Saison. Das ist natürlich eine coole Sache. Schauen wir direkt, was wir hier so machen können. Wir haben 1600 Ressourcenpunkte, 1700 sogar fast. Was machen wir denn damit? Mich sprechen gerade die zwei hier an, und zwar das kleine hier bei der Aero und dann noch das hier. Das können wir uns sogar leisten. Dann ist da so die Mitte bei der Aerodynamik schon mal fast vollständig und uns fehlen nur noch diese zwei kleinen hier, um dann alles zu haben in dieser Abteilung. Und auch beim Chassis ist das nicht mehr allzu viel. Und dann gibt es natürlich auch noch hier bei der Strapazierfähigkeit die zwei ultimativen. Aber ich würde sagen, das sind dann wirklich die letzten, die wir machen, weil das ja nicht mehr wirklich Einfluss auf die Performance hat, sondern das halt nur das Auto zuverlässiger macht. Und dann spulen wir auch schon die Zeit vor, bis zum Rennwochenende. Viel wird da nicht passieren, außer das eine Simulator-Training, was wir da für Ragunathan gemacht haben. Ich würde vorschlagen, verlieren wir gar keine Zeit mehr. Springen wir direkt in die Startaufstellung hier in Spanien. Ich bin gespannt, was wir reißen können. Eigentlich bin ich nicht so mega optimistisch, weil das, denke ich, eher eine der schwierigeren Strecken wird. Vor allem, was das Überholen angeht halt. Das ist natürlich auf einigen Strecken ein Problem, wenn man von so weit hinten startet. Aber beim letzten Mal in Zandvoort haben wir ja bewiesen, was möglich ist. Auch auf so einer Strecke, auf der es vermeintlich schwer ist zu überholen. Somit mal schauen. Ich denke, wenn alles perfekt läuft, haben wir auf jeden Fall wieder die Chance, in die Top 5 fortzufahren. Vielleicht sogar ums Podium mitzukämpfen, wenn es ganz perfekt läuft. Los geht's mit dem Rennen. Da wären wir auch schon angekommen, in der Startaufstellung, auf unserem letzten Platz. Schauen wir direkt mal auf die Rennstrategie für das Rennen. Das wird eine Einstop, und zwar mit den Mediums und den harten Reifen. Ja, das hatte ich ungefähr auch so im Kopf, und ich weiß, dass Spanien eine weitere von diesen Strecken ist, auf denen die Softreifen nicht ganz so stark sind oder nicht ganz so lange halten im Rennen. Das ist nicht so extrem wie zum Beispiel in China, aber wie man da unten sehen kann, besonders viel halten die auch nicht aus. Somit könnte das ein Vorteil für uns sein, gegenüber den Jungs, die da in der Top 10 starten, mit den Softreifen. Benzin hauen wir uns für 2 Runden weniger rein, wie wir das beim letzten Mal, glaube ich, auch schon gemacht haben. Das war dort eine ganz gute Sache. Und dann gehen wir direkt an den Start, hier beim 6. Rennen dieser Saison. So ein bisschen habe ich Angst vor dem Start, muss ich zugeben, jetzt ohne der Traktionskontrolle. Sonst sollte das kein Problem werden, aber vor allem am Start könnte das ziemlich wackelig werden. Zum Glück haben wir aber niemanden hinter uns, der uns da irgendwie reinfahren kann. Let's go! Da kommen die 5 roten Lichter und es geht los hier in Barcelona. Wie kommen wir weg? Oh, voll gut sogar, lol. Das habe ich nicht erwartet. Sehr, sehr guter Start hier direkt mal. Die beiden Williams konnten wir jetzt schon hinter uns lassen, obwohl wir noch nicht mal in der ersten Kurve angekommen sind. Vielleicht können wir jetzt noch ein paar weitere Plätze gut machen innen vorbei. Vorsichtig natürlich. Aber hier in Spanien
kann man sehr viele Plätze gut machen. Also übervorsichtig dürfen wir auch nicht sein. Ich glaube tatsächlich, das ist so, was die KI-Starts angeht, vielleicht die schwächste Strecke. Das habe ich zumindest so noch im Kopf aus den letzten Saisons. In vorbei jetzt an einigen hier im Anbremsen für diese vierte Kurve. Das hat gut geklappt. Position 18 immerhin schon mal. Vier Jungs konnten wir bereits überholen. Das werden vielleicht gleich fünf in vorbei an Giovinazzi. Sehr schön, auch ihn schnappen wir uns. Und das war es vielleicht sogar noch gar nicht. De Vries und Schumacher, die haben es so ein bisschen miteinander hier in der Saison. Die hatten, glaube ich, in China auch schon so ein gutes Battle in der ersten Runde. Unsere beiden Teamkollegen ja aus der ersten Saison. Damals können wir uns vielleicht zumindest Schumacher schnappen. Das sieht sehr, sehr gut aus. Richtig guter Ausgang da. Aus dieser ganz schnellen Rechtskurve außenrum vorbei an Mick und vielleicht auch an De Vries. Boah, werden die da langsam in der Haarnadel. Ne, für De Vries reicht es nicht, aber Schumacher haben wir. Sehr, sehr geiler Start. Vielleicht wird das ja jetzt was gegen De Vries in die nächste Kurve hinein oder so. Das ist auf jeden Fall eine gute Überholmöglichkeit hier auf dieser Strecke, wenn man nicht auf die Geraden warten will. Innen vorbei an De Vries, der macht da innen auch nicht die Tür zu. Und das, obwohl wir so nah hinter ihm waren, nicht gut verteidigt von De Vries und wir sind vorbei. Hamilton, boah, da vorne ist nur 13. De Vries kommt jetzt zurück da außen. Stark gemacht von ihm, das war wiederum gut, obwohl er vorhin nicht gut verteidigt hat, aber hier konnte er nochmal ganz gut kontern. Jetzt haben wir ihn allerdings, ja, was ich gerade sagen wollte, Hamilton ist immer noch nur 13., nachdem er ja seine Gridstrafen erhalten hat vorhin nach dem Qualifying. Der ist da überhaupt nicht gut losgekommen in den ersten Runden. Pierre Gasly, der Teamkollege von De Vries, ist der Nächste. Können wir ihn an derselben Stelle vielleicht überholen? Gasly mit einem Quersteher, das wird uns noch eine bessere Chance geben, hier jetzt innen reinzugehen. Ich hoffe, der lässt uns da den Platz. Leichter Verbremser. Können wir das schaffen da innen? Na, das war nicht der allerbeste Ausgang. Wir haben aber immer noch die Innenseite hier für diese schnelle Schikane. Und somit könnten wir es schaffen. Tun es aber nicht ganz. Schade. Aber dranbleiben, die Haarnadel sollte eine weitere gute Chance für uns werden. Wir gehen da nach innen, obwohl Gasly da eigentlich zumachen wollte. Hat er aber nicht gut gemacht. Und somit schaffen wir es vorbei an Pierre und vor auf Platz 14. Boah, Leclerc und Giotto da vorne wollen ja mal überhaupt nichts anbrennen lassen. Haben sich schon eine gute Lücke rausgefahren zum Rest. Und der eine Ferrari, da kann sich auch schon so ein bisschen absetzen. Der einzige, der die Pace anscheinend nicht mitgehen kann, ist Raghunathan, so wie das aussieht. Der hält diese ganze Gruppe hier vor uns auf. So langsam haben wir da aufgeschlossen. Raghunathan verzieht sich an die Box. Das ist für uns eigentlich fast schon schlecht, weil das jetzt diese Gruppe hier so ein bisschen entlässt. Er ist auch der Einzige, der reinkommt, tatsächlich. Also der so früh reinkommt. Das ist überraschend. Ich bin gespannt, was der für eine Strategie probiert hier. Auf jeden Fall kann das eigentlich keine Einstop sein bei unserem Teamkollegen. Genauso wenig wie bei den Jungs, die da jetzt reinkommen. Eine Runde nach ihm. Mich wundert es so ein bisschen, dass Hamilton da vorne nicht vorbeikommt an Perez. Auf jeden Fall schnappen wir uns aber erstmal die Jungs, die an der Box waren und sind somit zum ersten Mal in den Punkten in dem Rennen. Okay. Na, so langsam würde ich schon gerne vorbeikommen an Lewis, den haben wir uns jetzt lang genug angeschaut. Aber das ist verdammt schwer leider hier auf der Strecke zu überholen, das habe ich auch vorhin schon vermutet. Ah, das war nicht gut. Na, vor allem wenn man solche Fehler macht, macht es das natürlich nicht leichter. Da kommt noch jemand rein, einer der Ferraris, Dani Kwiat. Ich frage mich, wie viele hier vor uns auf den Mediums unterwegs sind. Alternative Strategie von Jeff kommt da gerade, mal schauen, was er vorschlägt. Na, vielleicht nicht in der Kurve, das wäre nicht so schlau. Ja, okay, zwei Runden später auf die Harten. Das können wir machen, aber einen Riesenunterschied wird das nicht machen, denke ich. Oh, Perez da vorne am Rutschen. Das gibt es doch nicht. Wie kann Hamilton da nicht vorbeikommen? Der müsste doch so viel schneller sein. Vielleicht außenrum vorbei an Lewis. Das kann man eigentlich vergessen. Ah, Mann. Wir müssen da vorbei an den beiden, wenn das noch was werden soll in dem Rennen. Vielleicht ja jetzt mal, so nah dran waren wir gefühlt noch nie an Lewis und er musste auch so minimal abreißen lassen zu Perez. Ist das unsere Chance? Dadurch, dass er halt das DRS hat, bringt das nicht so viel. LOL! Okay, alles klar. Holy shit! Alter, sowas habe ich noch nie gesehen, also direkt vor uns nicht. Die Aktion an sich schon, das macht die KI öfters mal, aber wie krass war das bitte? Direkt vor uns verliert er das Auto. Wären wir dann ein bisschen weiter hinten gewesen oder ein bisschen weiter vorne, je nachdem, wie auch immer. Dann hätte der uns sowas von mitnehmen können. Was ein Abflug von Hamilton. Nochmal das Ganze aus unserer Onboard-Perspektive. Da war echt viel, viel Glück dabei, dass der uns da nicht irgendwie eingesammelt hat, noch wenn er, als er da wieder quer über die Strecke zurückgekommen ist. Oh, Hamilton ist sogar draußen durch die Aktion. Ja, das wundert mich nicht. Macht unser Leben aber um einiges leichter hier in diesem Rennen. Zum einen sind wir Hamilton los, der mit Sicherheit ein großer Konkurrent gewesen wäre. Und wir können uns vielleicht jetzt direkt Perez schnappen. Der hat nicht das DRS oder keinen Windschatten auf jemanden da vorne. Wenn alles normal läuft, müssten wir sogar jetzt schon vorbeikommen können an Checo. Hier auf der Stadtzielgerade mit dem DRS fliegen wir vorbei am Racing Point. Der ist da völlig wehrlos, hoffe ich zumindest. Rechtzeitig anbremsen.
Ja, Mann, sehr schön. Position 6. Die Jungs vor uns sind aber allesamt auf Mediums leider. Und abgesehen davon sind die auch verdammt schnell. Das wird alles andere als einfach, daran zu kommen. Oh, da vorne kommen jetzt aber welche rein. Giotto und Leclerc, die das Rennen angeführt haben. Relativ früh eigentlich. Wir kommen erst ungefähr in Runde 16 rein für die harten Reifen. Aber okay, die hatten so viel Vorsprung, dass das, glaube ich, nichts mehr ausmachen wird. Boah, Leclerc da vorne kommt sogar schon vor uns raus. Und übrigens ist auch noch unser DRS gerade ausgefallen in der letzten Runde. Das sollte aber im Moment kein Problem sein, weil wir es ohnehin nicht brauchen oder nicht benutzen könnten, weil niemand nahe vor uns ist. Auch die restlichen kommen jetzt rein für einen Satz der harten Reifen. Das sind auch Jungs, die auf den Mediums gestartet sind. Vielleicht haben wir ja Glück und die werden jetzt irgendwie ein bisschen aufgehalten im Verkehr oder so, sodass wir da näher rankommen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das schwer für uns, die noch einzuholen. Die sind echt sehr schnell. Und vorhin hatten wir zumindest nicht so ganz die Pace, um da ranzukommen. Ich würde aber fast vorschlagen, dass wir mindestens eine Runde noch machen. Diese war verdammt gut. Wir waren sogar lila im ersten Sektor. Und die Reifen fühlen sich noch okay an. Eine machen wir noch. Oh, Giotto! Was tut der da? Den Move probiert die KI gerne hier in Spanien. Ich kann mich erinnern, Albon hat das auch mal gegen uns gemacht in irgendeiner Saison. Ja komm, aber das war ja wohl viel zu optimistisch. Und vor allem auch ziemlich unnötig, weil wir jetzt ohnehin an die Box gehen. Klar, das kann er nicht wissen, aber besonders schlau war das nicht, da so viel zu riskieren. Vorsichtig beim Anbremsen für die Box, das war okay. Ich bin mal gespannt, wo wir rauskommen werden jetzt. Der erste Stint war okay, aber jetzt nicht mega gut, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt natürlich einen guten Stop von unseren Jungs, wie immer, und dann mal schauen, was noch drin ist. Punkte sind auf jeden Fall locker machbar. Oh lol, Ragunathan kommt rein zum zweiten Mal schon, während wir erst unseren ersten Stop machen. Ey, was zur Hölle tut der denn? 2,6 Sekunden, wir kommen raus auf Platz 10. Aber da müssen noch einige stoppen. Da sind viele, viele Zwei-Stopper vor uns. Hoffe ich zumindest. Oh, wird das überhaupt Platz 10? Das wird ganz schön eng da mit Lance Stroll. Und der hat uns leider. Position 11. Oh, aber nicht mehr lange, so wie es scheint. Stroll kommt direkt an die Box, genauso wie einer der Ferraris da vorne. Das ist Kwiat. Schon wieder, der hat doch erst gestoppt, oder? Das bilde ich mir zumindest ein. Auf jeden Fall kommen wir dadurch jetzt aber vor auf Platz 9. Und das waren noch nicht die einzigen, die nochmal stoppen müssen. Eine Runde später kommen noch drei weitere rein. Das bringt uns vor auf Platz 6. Ich fürchte aber, das könnte es gewesen sein. Wenn wir noch weiter nach vorne kommen wollen, dann müssen wir das auf der Strecke regeln. Das sind aber 8, fast 9 Sekunden nach vorne zu Russell. Oh, gelbe Flagge weiter hinten. Ist da jemand abgeflogen oder ist das nur ein Motorschaden? Das müsste einer von den Jungs hier gewesen sein. Vielleicht Vettel, mit dem wir onboard sind? Ah ne, das ist da weiter vorne jemand, der langsam wird, so wie es scheint. Einer der Alfa Romeos. Wer ist das denn? Giovinazzi mit einem Motorschaden, okay. Oh, neue schnellste Rennrunde sogar. Oh ja, die Pace ist auf jeden Fall down. Wir kommen auch so ein bisschen ran an Russell vor uns. Es sind aber leider nur noch 10 Runden. Das könnte zu wenig sein. Na, Leclerc jetzt aber mit der schnellsten Rennrunde klaut uns so mit den Extrapunkt. Das ist bitter. Na, schade. Da waren wir bestimmt auch nah dran an der schnellsten Rennrunde. Die war richtig stark. Vor allem der letzte Sektor. Aber leider reicht das nicht ganz. Aber dieses schnellste Rundenbattle hier gegen Leclerc, so nenne ich es mal, erlaubt uns auf jeden Fall näher ranzukommen an Russell. Das sind nur noch 5,5 Sekunden in etwa. Und genug Runden hätten wir theoretisch noch. Ja, Mann, nimm das, Leclerc. Eine 16-1. Das ist verdammt schnell. Und jetzt sind es nur noch 5 Sekunden auf Russell. Come on, Mann, wir können das schaffen. Gut, 4 Sekunden sind es jetzt noch. Da vorne kommen auch schon die ersten Überrundungen ins Spiel. Das kann uns natürlich auch helfen, wenn wir Glück haben. Ah, da schnappt sich Leclerc wieder die schnellste Rennrunde. Das darf nicht wahr sein. Matsushita. Boah, macht gut Platz, aber zum Glück. Oh, wir konnten uns sogar das DRS von Latifi abstauben, der auch noch gut Platz macht. Vielen Dank. 1,8 Sekunden sind es noch zu Russell. Oh, gelbe Flagge. Ist das der Mercedes? Onboard mit Luca Giotto. Also, wenn er es nicht war, dann war das aber auf jeden Fall in seiner Nähe hier, die gelbe Flagge. Wird er langsam? Das wäre eine geschenkte Position für uns. Es sieht aber leider nicht danach aus. Ah, nee, das müsste er hier gewesen sein. Romain Grosjean im Haas mit einem Motorschaden mal wieder. Schade. Wäre cool gewesen, wenn das Giotto gewesen wäre. Boah, gegen Russell hier vor uns könnte sich das echt in der letzten Runde entscheiden. Ich hoffe, dass wir gleich schon ins DRS-Fenster kommen. Da sind wir dran an George, haben auf jeden Fall schon mal das DRS. In dieser Runde wird das natürlich nicht reichen für einen Angriff. Da sind wir zu weit weg. Ich glaube, unsere einzige Chance wird wirklich gleich in der letzten Runde sein. Oder vielleicht halt im kurvigen Teil der Strecke irgendwo. Dort waren wir vorhin schon sehr stark, haben da zu Beginn des Rennens einige überholen können. Gegen Russell wird das aber alles andere als leicht. Der ist echt verdammt schnell. Wenn man bedenkt, dass er nur in einem Renault sitzt, ist das hier ein mega starkes Rennen von ihm. Ne, hier wird das leider nichts. Vielleicht ja jetzt in die Haarnadelkurve hinein. Ne, auch das wird nicht reichen. Wir werden es echt auf der Stadt-Ziel gerade probieren müssen.
gut durchkommen hier durch die letzte Kurve. Dann könnte das unsere einzige Chance sein, um hier noch den fünften Platz klarzumachen bei diesem großen Preis von Spanien. Nachdem wir das halbe Rennen wirklich drum gekämpft haben, hier an Russell ranzukommen, ist es jetzt soweit. Wir saugen uns ran, müssen es auf jeden Fall probieren. Außen und vorbei am Renault, leichte Berührung, da sogar Rad an Rad. Aber wir schlüpfen durch, Mann. Yes, wieder in der letzten Runde, wie beim letzten Mal in Zandvoort gegen Kwiat. Sehr, sehr geil. Nochmal das Ganze aus Russells Onboard. War da alles clean? Ich denke schon, eine minimale Berührung gab es da. Aber zum Glück ist ja bei keinem was passiert. Und wir sind vorbei, Mann. Ich hätte nicht dran geglaubt, so zur Mitte des Rennens hin. Natürlich müssen wir das jetzt aber auch erstmal ins Ziel bringen. Russell ist verdammt stark. Fehler dürfen wir uns auf keinen Fall erlauben. Ansonsten nutzt er das sofort aus. Und schnappt sich diesen fünften Platz wieder. Was für ihn natürlich ein mega Ergebnis wäre in dem Auto. Zum letzten Mal kommen wir hier gleich auf die zweite DRS gerade. Charles Leclerc gewinnt das Rennen völlig dominant. Red Bull setzt ihre starke Form da fort. Auch Albon kommt, glaube ich, auf dem Podium ins Ziel auf dem dritten Platz. Und das nachdem der relativ weit hinten gestartet ist. Die Reifen geben mittlerweile total den Geist auf. Und generell fand ich diese harten Reifen nicht so gut. Und ich denke, das macht den Fakt, dass wir da an Russell noch rangekommen sind, umso besser. Albon sogar mit der schnellsten Rennrunde hier kurz vor Schluss. Macht seinen dritten Platz da safe. Sainz kommt über die Linie auf Platz 4 und wir gleich auf einem sehr, sehr starken fünften Platz. Nachdem wir letzter gestartet sind, sichern wir uns 10 Punkte hier in Barcelona. Was ein geiles Rennen. Schauen wir direkt auf das Rennergebnis. Leclerc gewinnt vor Giotto und Albon. Sainz bei seinem Heimrennen sehr, sehr stark auf Platz 4. Das würde man auch nicht unbedingt erwarten mit einem McLaren. Was sehe ich hier bei Perez bitte? Einen Nullstopp. Interessant, Codemasters. Zum Glück war der nicht vor uns. Ey, dann hätte ich mich aufgeregt, wenn einer mit null Stops vor uns gewesen wäre. Aber zum Glück war er ja hinter uns. Ja, cooles Rennen. Vielleicht von der Action her war es nicht ganz so krass wie die eigentlich alle Rennen zuvor in der Saison. Aber das hat richtig Spaß gemacht, da noch so krass auf Russell aufzuholen in den letzten Runden und einfach bis ans Limit zu pushen. Zwischenzeitlich hatten wir auch Chancen auf die schnellste Rennrunde. Das wurde dann am Ende deutlich nichts. Da waren die Red Bulls und auch Giotto auf jeden Fall schneller, aber das hat echt Spaß gemacht. Ein cooles Rennen mal wieder. Schauen wir direkt auf die Fahrer-WM. Wie sieht das dort jetzt aus? Wir sind immer noch sehr, sehr gut dabei. 7 Punkte nur hinter Albon, aber auch nur 7 Punkte vor Leclerc. Und auch Giotto ist da sowas von dran. Hamilton würde ich auch nicht abschreiben. Den kann man nie abschreiben. Der hatte jetzt ein schwächeres Rennen oder eine schwächere Phase generell in der Saison. Aber der kann da auch allemal nochmal rankommen. Und in der Konstrukteurs-WM bleiben wir auf dem dritten Platz. Ja, ich denke, das wird auch das Maximum sein, wenn Raghunathan weiterhin kaum Punkte einfährt. Wo war der denn schon wieder, Alter? 15. Was tut der denn immer? Der ist im Qualifying ja echt okay. Da war der 4. Aber im Rennen, ey, was geht da ab bei dem? Und das war's dann auch schon von dieser Folge der MyTeam-Karriere. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und beim nächsten Mal, ja, wird's lustig. Sagen wir es mal so. Ich habe keine Ahnung, wie das was werden soll in Monaco von so weit hinten aus. Aber mal schauen. Irgendwas werden wir da schon auf die Reihe bekommen, hoffe ich. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal.